Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich zwei Sachen zeigen. Und zwar einmal will ich zeigen, wie man sich überall reinbanken kann. Das heißt, in jede Tür überall reingehen kann. Ich weiß, es gibt eine Methode mit der Fledermaus, aber mittlerweile gibt es noch einen besseren Trick. Da kommt man wirklich überall rein. Ne? Da packt man sich richtig heftig durch. Und das zweite ist, wir machen noch schnell 40 epische Kisten auf, weil es gibt neue Teamköpfe drin und ich hab mir ja zur Aufgabe gemacht, dass ich alle Teamköpfe hole. Und ja, aber zuerst gehe ich jetzt auch einmal auf Citadel 5 und dann gehen wir Gamakatsus verstecktes Lager einmal abchecken. Ja. Gamakatsu hat ja einen Spawn Gas und das gehen wir jetzt gleich mal anschauen. Ja. So, jetzt müssen wir schnell 15 Sekunden warten. Weil hier kommt man ja durch mit der Fledermaus, das ist ja schon so. Aber wenn man PH Bann eingibt, so, dann backt es einem so durch und dann ist man auf der anderen Seite. Da sieht man da schon, gibt wieder neue Sachen, kann man hier rausschmarotzen. Ne? Und da kann man einfach da, kann man gerade durch sein Lager anschauen gehen, wie das aussieht. Hier sind ja Barrieren platziert, wegen dem Bot. Dass da niemand nach hinten geht. Nachfülllager Admin-Items, Nachfülllager Admin-Items. Ja, Mann. Einfach mal bei Gamakatsu schnell eingebrochen. Ne? Wenn ihr jetzt da weiter wird, wieder P-Bahn. So. Und jetzt sind wir schon eins weiter, also noch cooler Kopf. Ich biete 9 Millionen für das Spawn Gas. Ja moin, ich will gerade das Spawn Gas ein bisschen. Also einfach mal Gebote holen, ne? Aber zuerst will. Oh, das packt ein bisschen rum. Man muss da schnell sein. Bann und gleich mal. Re ja moin! Bist du da? Ah, ich antworte dem nachher. Ja, wir sind gerade auf der Rückseite des Hauses. Aber wie ihr gesehen habt, das geht. Aber ich will euch noch schnell zeigen, wie man ganz nach unten kommt. Ja? Da hat er noch ein paar Sachen, die weiß nicht jeder. Ja? So, Nummer 1. Tür Nummer 2. So. Wenn man jetzt da nach unten geht, sieht man schon seine ganzen Rüstungen und alles. Roter Farbstoff, blauer Farbstoff. Und hier sieht man noch, er glaube ich, 6 Pigment-Zombies. Also die stapeln sich zu Tausende hier unten. Ne? Wie viele hat er da? 10 kleine und wie viele große? Aber ich bin ja frisch hergekommen. Ne? Ich sehe die großen gerade nicht, wie viele große da sind. 137 große. Ja, moin. Das ist Gamakatsu, wenn du das Video sehen solltest. Tut mir leid, dass ich bei dir eingebrochen bin. Ne? Ich erwähne dich dafür in den Kommentaren. Ne? Was nicht in den Kommentaren, sondern in der Videobeschreibung. So, aber viele wollen sicher noch wissen, was ganz unten ist. Ja, wahrscheinlich so. Müsst immer, also wie es am besten geht, es steht ein bisschen schräg so hin. P-Bahn. Wo bin ich denn jetzt? Aha, so. P-Bahn. Bisschen creepy, bis man das rausfindet, wie es genau geht. Ich stehe mal so und drin. So, wenn ihr dann natürlich keinen Flyer an habt, dann fliegt ihr ganz nach unten. Ne? Hier hat er einen komischen Mechanismus gebaut. Ne? Ich glaube, da kann er einen Schalter drücken und dann verändert sich die Farbe hier. Ne? So, wir waren jetzt schon mal. Ich mache dann noch einen Screenshot oben, dass ich Gamakatsu auch selber, dass ich bei ihm war. Ne? Markiere ich ihn noch. So. Ja, das war's wieder mal. So. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Kisten öffne. Ich mache da nur noch Screenshot und dann bin So, ich für euch wir sind da. jetzt auf Citadel Evil angekommen und jetzt, ich öffne hier gerne Kisten. Ich weiß nicht warum, weil einfach die Leute hier chillig drauf sind. Die sind zwar ein bisschen geizig, aber ist egal. Hier geht es ja nicht um Supreme-Kisten, sondern um die epischen Kisten. Ich habe mir heute 40 geholt, ja. Gleich mal schauen, was drin ist. Sie haben ja neue Teamköpfe drin. Und ich hoffe, ich krieg die noch, weil ich sammle die ja. Ich habe eine ganze Box davon, wie man sieht. Der ist neu, der ist neu, der ist neu. Der ist auch neu. Ja, vier neue, glaube ich, oder? Eins, zwei, drei, vier, ja. Den gibt schon vier neue Köpfe. Dann gleich mal abchecken, was da. Ah, das ist. Ja, habe ich schon. Ach.
alles nur keine Goldblöcke. Ja, das sind die blödsten von allen. Die sind auch noch recht cool, diese Ozelot-Köpfe. Ja, moin. Ist immer gut, wenn diese Teamköpfe kommen. Die haben ein bisschen mehr Wert. Und wenn die irgendwann mal aus den Kisten kommen, habe ich die doppelt. Das ist auch schön. Ich muss da noch schauen. So, einmal Booster gezogen, das ist auch cool. Bantor ist drin. Das war mein letzter Kopf, den ich hatte. Der war so ultra selten. Ist auch selten hier. Da war ein neuer. Ja, Ancient Builds. Ja, das war der zweitletzte. Ich habe irgendwie 80 oder 90 Kisten geöffnet und habe den letztes Mal nie drin gehabt. Ich musste den sogar kaufen von Ancient Builds. Ja. Hoffe, heute habe ich Glück und habe die vier Teamköpfe drin. Smaragd ist auch cool. Also die, wo ich bis jetzt gezogen habe, bis auf den Goldkopf, sind eigentlich cool. Ja, Silberköpfe, das ist auch so etwas Blödes. Ich soll die mal ein bisschen upgraden, ne? Das ist... und weitere coole Items. Ja, moin. Tata. Den würde ich auch gerne haben. Sicher Wandereffekt, ja. Gibt immer mehr Kisten. Ne? Ich mache da mal ein bisschen mehr miteinander aus, sonst geht das Video 2 Stunden lang. Ne? Was habe ich da? Der ist auch sehr gesucht. Ne? Viele Leute wollen den. Heute habe ich auf CB5 sicher 10 Mal gesehen, dass jemand diesen Fernsehkopf möchte. Falscher Kopf. Komm schon. Immer diese Supporter und so. Einfach diese Teammitglieder, die sind sehr gefragt. Ja? Und die packe ich dann in die Kiste und warte 2-3 Monate und verkaufe die teuer dann. Würde ich euch auch ans Herz legen. Ne? Und seht ihr, dieser Bantorkopf, der ist echt selten. Ich habe zum Glück alle Wandeffekte, ja? Sonst würde ich mich da des Todes aufregen. Schon wieder Wandeffekt. Erdekopf, ja, das ist auch noch. Buggy Holzschuh, ja, moin. Ah, das ist ganz cool. Ripex, der war auch ziemlich am Ende bei mir. Epischer Kopf, ja, moin. Ist nicht mehr dasselbe wie früher. Ja. Früher kamen richtig coole Sachen, die haben hier auch die Wolle reingepackt. Ja. Das ist, wenn du die bekommst, das ist halt richtiger Müll. Ja, ja moin, was ist der Bags? So, ich habe 2, 3, 4 Teamköpfe von 24 Kisten. Ja, das ist recht mager. Ja. Das ist ultra mager. Und der ist auch cool, dieser Command-Kopf hier. Wandeffekte. Eins Ivy. Grüße gehen raus. Normal ist eben langweilig. Ja, das stimmt. Da muss ich recht geben. Da ist der neue drin. Komm. Nee. Ja, abgegriffen nehme ich auch. Ja, moin, Hidden. Boah, ich habe richtig viele Teamköpfe bekommen. Ne? Ja, vor 2 Sekunden habe ich noch gesagt, fast keine. neue Supporter, den will ich. Den brauche ich sogar. Es kann ja nicht sein, dass ich den nicht mal einmal bekomme. Huhnkopf, Bierkopf. Ja, nicht sein. Ah, der ist auch, den finde ich auch cool. Den feiere ich. Das verschenke ich dann. Wer zuerst? Nee, nicht zuerst. Ich mache einfach, das ist eine Buggy Holzschufe. Wer in den Kommentaren Hashtag NASA schreibt, dann suche ich mir irgendjemanden aus mit dem Nightbot und der gewinnt dann diese Buggy Holzschufe. Einfach Hashtag NASA reinschreiben. Oh, Zwieback. Auch cool. Aber das müssen wir mal eine Booster. Booster Info.
Wenn man das sieht. Noch 497 Booster. Ja moin. Der will, glaube ich, geilen, ne? Ja. Immer wenn die neuen Spieler drin sind, dann gibt's einen Wandeffekt, ey. So, noch zwei. Einmal Booster. Ja, Booster nehme ich immer, ne? Das ist schon wieder Wandeffekt. King Kong, ja, der ist auch nice. Ich hasse das, wenn die so doppelt sind, ne? Das ist, ah. Ja, den nehme ich auch. Nee. Wer ist denn das? Gato. Kenn ich nicht. Wolfskopf, ja, das ist gut. Ja? Diese Wolfsköpfe hier, die habe ich so lange gesucht, weil ich hatte ja einen Spawner mit Wölfen. Und ja, da habe ich die so lange gesucht, dass ich die da platzieren kann. Aber niemand hatte Wolfsköpfe. Ja? Die sind super selten. Das waren, glaube ich, schon alle Kisten. Ne? Ja, das ging richtig schnell. Ne? Aber ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wie man einbrechen kann. Es war super hilfreich. Also wenn ihr irgendwo einbrechen wollt, dann gerne bei Gamakatsu, der sieht das gerne. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mir auch gefallen. Und man hört sich dann im neuen Video wieder. Bye bye.